Mr. Mike. Box von Puma mit Schuhe und Caps für den ersten Preis und Biermarke Lamano irgendwo. Biermarke, geil. Ich glaube, das war's jetzt aufs erste Mal. Platz 1, White Boys Can Jump und Peak. Jo, wie ist es der Mike? Heute mal bei einem Streetball-Turnier am Start gewesen in Burghausen. Und ihr wisst ja, wenn es irgendwo Biermackerl zum Gewinnen gibt, bin ich natürlich nicht weit. Ha, Spaß beiseite. Vielen Dank erstmal an Peak. Peak hat uns hier ausgestattet mit den Trikots. Die findet ihr auf www.peaksport.de. Mit dem Rabattcode Mr. Mike bekommt ihr 10% auf alles. Ihr wisst es ja, ich zocke eigentlich nur noch in Peak-Sneakern. Und ja, Mann, da nochmal gleich weiter. Salou ist auch mit am Start hier im Team. Marvin und Andy, unser Center. Und Salou dieses Mal auch das allererste Mal in Peak-Sneakern. Da kommen dann nochmal ein paar extra Videos dazu. Und ja, Marvin hat mir am Sonntag Bescheid gegeben, hey, es wäre ein Streetball-Turnier in Burghausen, wie schaut's aus? Hast du Bock? Und ich so, klar, Mann. Peak angeschrieben, ob die nicht Bock hätten, uns Trikotsätze zu sponsern. Und ja, dann war es gleich soweit. 4 Tage später hier getroffen in Burghausen. 2 Jahre gab es dieses Turnier jetzt nicht, Corona-bedingt. Und jetzt nach 2 Jahren, coole Sache, dass die das veranstalten, haben wir uns doch gedacht, hey, zock mal einfach mal mit und schauen wir mal, was geht. 3 gegen 3 bis 11 Punkte. Und wie schon gesagt, meine Wenigkeit, Mr. Mike, der Esel nennt sich gern zuerst, Salou, a.k.a. Mr. Hangtime, zweifacher BBL Slam Dunk Champion, Marvin, kennt ihr auch von meinen Videos, und hier gerade in Aktion unser Center, Andy, ich glaube 1,97 groß, und das ist natürlich, mit so jemandem macht es Spaß, ne? Also Streetball-Turniere ohne Center, muss ich sagen, tue ich mir wirklich ungerne an, weil es ist einfach oft in 80-90% aller Streetball-Turniere unter dem Korb die Action. Wenn du da keinen großen Mann dabei hast, ey, tust du dir einfach verdammt schwer. Hier auch, ihr seht schon, keine Linien am Start. Es gibt also keine 3 Punkte, immer nur ein Punkt. Da geht nochmal vielen Dank an Hiers raus, unseren Kameramann, der hat alle unsere Spiele gefilmt. Und hier nochmal schnell ein kurzer Punkt zu diesem ersten schnellen Schritt. Nice. Also für meine 39 Jahre finde ich, dieser erste schnelle Schritt ist immer noch am Start. Also da mal gerne einen Daumen nach oben. Ja, Eigenlob bestimmt, ihr wisst es ja, aber hey, locker nehmen und nicht zu ernst. Am Anfang habt ihr es schon gesehen, ich habe mich ja mit Salou schon ein bisschen eingeworfen, warm gemacht, vor allem LU-technisch. Mit Salou ist es einfach auch eine unglaubliche Freude, mit ihm zu spielen. Ich bin halt auch jemand, der kann in Salou gut füttern, was Sachen LU-ups angeht. Also ich weiß schon, wie ich den Ball werfen muss, dass Salou den fangen kann. Mit Salou ist es auch natürlich auch ein einfaches Spiel. Der Typ hat einfach Sprungkraft. Der fängt die Bälle wie ein Tennisball. Und mit Salou spiele ich auch schon über 10 Jahre zusammen. Daher klappt das immer recht gut. Auch noch so ein Punkt, was ich anmerken möchte bei Streetball-Turnieren an sich. In die Zone ziehen ist oft wirklich eine Sache. Wer schmerzen möchte, der zieht in die Zone, weil die Zone ist meistens zu. Vor allem hier ohne Linien. Ne? Da wird halt unten in der Zone dann schon auf dich gewartet, im schlimmsten Fall. Und dann überlegst du es dir, ob du gegen 2, 3 Spieler ziehen möchtest oder nicht. Das erste Spiel auch ein gutes Warm-up. Ihr seht es auch schon so im Größenverhältnis. Unser Center, der Andy, der ist halt wirklich auch meistens einen Kopf größer als alle anderen. Mit so jemandem macht es einfach Bock. Man könnte schon fast sagen, es ist ein klein wenig unfair, aber das ist nun mal auch das Ding beim Basketball, der Größenunterschied. Ja, Mann, wer größer ist beim Basketballspielen, hat es einfach auch leichter. Da musst du es dir nicht schönreden. Ja, ein Center ist einfach
ein Riese, der gehört unten drunter. Und wenn du halt im gegnerischen Team kein Center hast, dann tust du dich schwer. Der hebt die Arme hoch und schon bist du einfach im Vorteil. Salut natürlich auch, wie ihr hier seht. Ey, der Typ ist auch so krass. Sprungkraft, lange Arme, hält den Ball mit seinen Riesenhänden wie einen Tennisball. Basketball ist einfach, wenn man es so sagen möchte, das Spiel der großen Jungs. Was wir dann hier auch gemerkt haben, wir sind halt wirklich überhaupt nicht aufeinander eingespielt, so im Team, weil wir natürlich zu viert noch nie zusammen gespielt haben. Das merkt man dann auch. Das sind oft Aktionen, die man aber hier mit so einer Videoanalyse dann toll filtern kann und hoffentlich sich auch abspeichert, dass wenn in nächsten Turnieren mal wieder gespielt wird, dass man sowas dann verhindert. Das sind wirklich viele Fehler dabei, wo ich dann bei mir auch selber schon im Spiel gemerkt habe, fuck, da hätte man einfach warten müssen, bis ein Block kommt, sich gegenseitig Block stellen, auch mal einen Block stellen, da wo der Ball gerade nicht aktiv ist, so dem Mitspieler einfach einen Block stellen. Das ist einfach, ja, das macht so viel aus, das kann das Spiel so viel leichter machen, ne? Oder einfach, wenn du einen Center hast, der einfach ein, zwei Köpfe größer ist, pack den in der Zone, langweilig, spiel ihn dem Ball zu und der streckt einfach die Arme aus und wirft über den kleinen Spieler hinweg. Das ist einfach, man kann sagen, man muss es sagen, es ist einfach langweilig, aber wenn man gewinnen möchte, so in der Art, dann zieht man dieses Game einfach durch. Schade, traurig, langweilig, aber so sieht der Basketball oft doch aus. Das habe ich einfach jetzt auch wieder bei diesem Turnier gemerkt. Größe ist einfach so unglaublich einfach, wichtig, effektiv, langweilig. So viele Sachen, so viele Wörter könntest du da einschmeißen. Aber so ist es nun mal, ne? Das Einzige, was du so gesagt gegen einen größeren Center machen kannst, der zwei Köpfe größer ist, du holst dir einen eigenen Center, der genauso groß ist. Wie heißt der Spruch auch so schön? Du kannst Größe einfach nicht trainieren. Also der entscheidende Punkt hier war jetzt natürlich mal richtig Zucker noch zum Abschied, oder? So ein schicker Elli zum 11. entscheidenden Punkt. Richtig nice. Und das meine ich, hey, wirf den Ball einfach hoch. Salou fängt ihn schon und stopft ihn rein. Einfach nice. Ja, seid gespannt auf die nächsten Spiele. Kommen alle noch hier auf meinem Kanal. Deshalb abonnieren, Glocke aktivieren. Vielen Dank an Peak. Guckt vorbei, echt ein geiler Shop, echt geile Sachen am Start. Wie gesagt, ich rocke ja nur noch die Sneakers von Ihnen, ihr wisst es ja selber. Mit dem Rabattcode Mr. Mike bekommt ihr 10% auf alles. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Mike Production. Mr. Mike Production.